In meiner Definition ist eine alte Seele eine Seele, die schon viele, viele Male inkarniert ist. Viele hunderte Male. Das muss nicht unbedingt hier auf der Erde gewesen sein. Also was bedeutet, dass eine alte Seele nicht unbedingt in jeder ihrer Inkarnationen auch eine menschliche Form hatte? Es kann sein, dass eine alte Seele auch in anderen Planetensystemen inkarniert ist, ja? Und dementsprechend ist eine junge Seele eine Seele, die noch nicht so viele Leben hinter sich hatte. Also die noch nicht so viel inkarniert ist, noch nicht so viel Erfahrungen sammeln konnte wie eine alte Seele. Und ganz oft sieht man ja so bestimmte Eigenschaften, die jungen Seelen und die alten Seelen zugeschrieben werden. Einfach um die Begriffe zu definieren und um sich selbst vielleicht auch einordnen zu können. Das, was ein bisschen heimtückisch ist an dieser Sache, ist die, dass wir sehr, sehr oft spirituelle Konzepte nutzen, die uns eigentlich dienen sollen oder beziehungsweise für uns nutzen wollen und sie aber eigentlich falsch nutzen. Was wir dann machen, ist, dass wir uns mit diesen Konzepten eingrenzen, ja? Menschen, die zum Beispiel von sich behaupten, eine alte Seele zu sein, was gut möglich ist, genauso wie jemand, wie ich zum Beispiel, sagt, dass ich eher eine junge Seele bin. Oft ist es aber der Fall, dass wir uns mit diesen Konzepten dann so eingrenzen und so begrenzen, dass wir dadurch andere Möglichkeiten, andere Chancen für uns gar nicht sehen können. Oft werden diese spirituellen Konzepte auch genutzt für das Ego. Was bedeutet zum Beispiel, dass wir ein Konzept herannehmen und unser Verhalten, die Art und Weise, wie wir sind, wie wir denken, wie wir uns fühlen, mit diesem Konzept erklären, was an sich nicht unbedingt schlimm ist, aber was oft passiert ist, dass wir uns so daran festklammern und so darauf beschränken und so daran anhaften, dass wir gar keine anderen Möglichkeiten mehr sehen können. Also wir begründen dann sozusagen unser Verhalten, unsere Identität mit diesem Konzept. Zum Beispiel sagen wir dann, naja, ich kann ja gar nicht anders, weil ich bin eine alte Seele oder weil ich eine junge Seele bin. Oder ich kann ja gar nicht anders da, weil ich eine kosmische Seele bin. Oder ich kann ja gar nicht anders da, weil mein inneres Kind verletzt wurde. Ja, also das lässt sich wirklich eigentlich auf alle Themen ausweiten. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Konzepte nutzen und damit begründen, weshalb wir so sind, wie wir sind, ist es so, dass wir sehr, sehr oft in einem Widerstand sind mit unserer natürlichen Natur, mit unserer natürlichen Veranlagung, ja, dass wir uns so, wie wir sind, eigentlich gar nicht annehmen wollen und sozusagen dann durch ein bestimmtes Konzept erklären, weshalb wir so sind, wie wir sind. Wie gesagt, an sich ist das nicht unbedingt etwas Schlimmes. Es wird nur dann problematisch, wenn wir uns so darauf festbeißen, so daran festbeißen, dass wir andere Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht mehr sehen können. Ja? Zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel für dich zu machen. Vielleicht sagst du, dein Partner, deine Partnerin war ein Narzisst bzw. eine Narzisstin. Was gut möglich ist, was gut sein kann und du hast dadurch, durch die Beziehung, die ihr miteinander hattet, sehr, sehr viel Schmerz und sehr, sehr viel Leid erfahren. Ja? Und in Gesprächen mit Freunden, mit Familie, mit anderen Menschen wiederholst du das immer und immer und immer wieder und bleibst so in diesem alten Trott stecken und sagst, naja, ich bin so oder ich bin so selbst unsicher, ich habe kein Vertrauen in mich, weil mein Partner, meine Partnerin Narzisstin war und ich so gelitten habe in dieser Beziehung. Und du dich so auf diesen Teil, auf dieses Konzept festbeißt, dass du dadurch gar nicht die Möglichkeit hast, gar nicht den Zugang hast dazu, dass du dich dadurch vielleicht auch entwickeln kannst, ja. Wie gesagt, was nicht bedeutet, das gut zu heißen, was da passiert ist damals, vielleicht in deiner Geschichte, in deiner Vergangenheit. Aber es geht darum, dass du dann so wie Scheuklappen aufsetzt und
dich nicht öffnen kannst für andere Möglichkeiten, weil du immer das als Begründung nimmst dafür, dass du so bist, wie du bist. Und das auch so ein bisschen dazu führt, dass man in so einer bequemen Komfortzone bleibt, ja, in der man sich nicht weiterentwickeln muss. Oder aber vielleicht hast du auch mein Video gesehen zu dem Thema interplanetarische Seelen bzw. Star Seeds, also Seelen, die aus anderen Sterngalaxien hierher inkarniert sind und die meiste Zeit eben nicht in menschlicher Form inkarnieren, sondern in anderen Planetensystemen. Und für diese Seelen ist es oft sehr, sehr herausfordernd, hier zu sein. Diese Seelen sind oft hochsensibel. Diese Seelen haben einfach eine andere Wahrnehmung, wenn sie hier in der menschlichen Form sind und sind oft mit diesem weltlichen Konzept total überfordert, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Hier kannst du dieses Konzept auch nehmen, so dass es dir dient. Es kann dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Du kannst es aber auch missinterpretieren, dass du in diesem alten Schmerz wie sozusagen gefangen bleibst und immer das als Grund dafür nimmst, dass du dich nicht weiterentwickeln musst, dass du nicht an dir arbeiten musst, weil du sagst, naja, ich kann ja gar nicht anders da, weil ich ein Starseed bin. Ich kann ja gar nicht anders da, weil ich es nicht gewohnt bin, hier auf die Erde zu inkarnieren. Ja, also die Medaille hat immer zwei Seiten. Spirituelle Konzepte an für sich oder Ideologien an für sich sind erstmal neutral. Die Frage ist, wie nutzen wir diese Konzepte? Nutzen wir diese Konzepte, um uns selbst besser zu verstehen? Ist es in Ordnung, sich einzuordnen? Das hilft uns, das hilft dem menschlichen Verstand. Aber was machst du dann als nächstes damit? Ja? Nutzt du das, um dann in deine Weiterentwicklung zu gehen? Nutzt du das, um an bestimmten Stellschrauben zu drehen und sich mit bestimmten Themen mehr in der Tiefe auseinanderzusetzen, um mehr Vertrauen zu gewinnen, um mehr an dich zu glauben, um vielleicht besser Grenzen zu setzen, um bessere Selbstvorsorge zu leisten? Ja, also wie nutzt du diese Konzepte? Das ist etwas, was ich dir in diesem Video gerne mitgeben möchte, dass du einfach so ein bisschen darauf achtest, ist es das Ego, was sich quasi durch die Hintertür nur eine neue Möglichkeit sucht, um so zu bleiben, wie es ist, um Gründe, um Ausreden auch zu finden? Oder nutzt du dieses Konzept dafür, dich selbst weiterzuentwickeln? Dein Leben schöner und besser zu gestalten, mehr darauf zu achten, wen du in dein Leben lässt, wem du deine Liebe, deine Aufmerksamkeit schenkst, ja. Und wie gesagt, das kann man wirklich auf alles ausweiten. Das kannst du auf das Thema inneres Kind ausweiten, dass du sagst, oder auf diese Beziehungstypen. Es gibt ja auch unterschiedliche Beziehungstypen bzw. Beziehungsmuster, zum Beispiel den ängstlichen oder diesen Typen, komm her und geh weg, ja, das ist immer so ein Hin und Her. Nutzt du dieses Konzept oder dieses Wissen für dich? Oder findest du damit einfach nur eine Ausrede, um erklären zu können, weshalb du so bist, wie du bist? Und wie gesagt, von meiner Seite aus neutral, ohne Wertung. Du kannst es gerne für dich annehmen oder du lässt es einfach so stehen und lässt es hier. So sind alle Informationen, die wir erhalten, immer auch eine Chance, eine Möglichkeit für uns. Die Frage ist einfach, aus welcher Perspektive, aus welcher Brille heraus wir diese Informationen betrachten, wie jetzt bei dem Thema junge Seelen oder alte Seelen. Man könnte auch sagen, oder ich könnte auch sagen, dass ich zum Beispiel eher sage, ich bin eine junge Seele, weil ich mir dadurch eher erlauben kann, Fehler zu machen. Ja, also dass ich das als Grund nehme dafür, dass ich vielleicht bestimmte Dinge noch nicht so hinbekomme, wie ich sie mir wünsche, dass ich bestimmte Dinge noch nicht so umsetzen kann, dass ich vielleicht noch nicht an dem Punkt in meinem Leben stehe, wie ich es mir wünsche, dass ich dieses Konzept nehme, der jungen Seele, dass ich dann sagen kann, na ja, ich habe das halt alles noch nicht erreicht oder ich bin innerlich noch nicht an diesem Punkt angekommen, wie ich es gerne hätte, weil ich bin halt eine junge Seele und es ist normal, dass ich noch nicht so oft hier auf der Erde war und dementsprechend einfach ein bisschen mehr Zeit brauche als jemand anderes. Und damit quasi meinem Ego die Sicherheit gebe, okay, es kann sich zurücklehnen,
es muss weniger arbeiten oder es findet Gründe und Ausreden dafür, weshalb es erstmal da bleiben kann, wo es ist, ohne an sich selbst weiterzuarbeiten. Du siehst also, es lässt sich wirklich auf alles ausdehnen. Vielleicht magst du da mal hinschauen und magst dich damit auseinandersetzen, wo du dich vielleicht ganz arg mit etwas identifizierst. Und ob dich diese Identifizierung damit eher hindert, eher ausbremst in deinem Leben, eher dafür sorgt, dass du gewisse Dinge nicht umsetzt oder dich mit bestimmten Dingen nicht beschäftigst, weil du ja dieses Konzept hast, was dir bestimmte Dinge begründet und erklärt, oder aber ob du dieses Thema nutzt für dich, um in die innere Wandlung zu gehen, um hinzuschauen, um an dir, an deinen Mustern, an deinem Leben, an deinen inneren Einstellungen zu arbeiten. Ich hoffe, dass dir dieser Impuls, dieses kurze Video gefallen hat. Lass mich gerne wissen, ob du von dir glaubst, eine junge Seele oder eine alte Seele zu sein, ob du dich schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hast oder aber, was du über das Thema spirituelle Konzepte glaubst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin alles Liebe.